Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kulttraktor. Ich bin dabei, so ein bisschen meine Werkstatt einzurichten und ihr seht hier, habe ich noch Optimierungsbedarf, die ganzen Ordner mit den einzelnen Informationen stehen hier offen rum. Wenn man dann tatsächlich mal schleift oder auch entsprechend schweißt, dann ist das nicht so schön, wenn das dann noch entsprechend zustaubt. Ich habe mir deswegen diesen etwas älteren Schrank geholt, um dann quasi die Sachen vor Staub etc. zu schützen. Also nicht nur die Unterlagen, sondern zum Beispiel auch das ein oder andere technische Gerät. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal und legen los. Schon ein bisschen dreckig. Ich denke, ich werde jetzt erstmal ein bisschen warm Wasser vorbereiten mit ein bisschen Reinigungsmittel und dann den Schrank erstmal grob reinigen. So. Oh, Junge. Mann. Und das finde ich viel zu eng. Ach, das ist, wenn man nicht auf die Größe achtet. Habe ich das jetzt gerade gesagt? Also, ihr wisst, was ich meine. Ein Tipp für euch, kauft euch nie zu kleine Handschuhe. Oh. Geschichte. Ja, passt. Der Schrank soll hier vorne in die Ecke und dafür werde ich jetzt erstmal ein bisschen umräumen.
Der Schrank steht jetzt ganz grob. Jetzt hole ich mir eine Wasserwaage und ein paar Unterlegplättchen und dann wollen wir mal ausrichten. Wie ihr gesehen habt, habe ich einige von den Plättchen. Die gibt es in unterschiedlichen Stärken. Ich finde, das geht wesentlich einfacher, damit solche Möbel oder auch Regale aufzubauen. Also wenn ich jetzt natürlich mit Pappe, mit Pappstreifen irgendetwas ausrichten kann, geht natürlich auch. Aber damit geht es meiner Meinung nach schneller. Wenn ihr euch dafür interessiert, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Der Schrank ist soweit ausgerichtet. Ich setze jetzt die Böden ein und die Türen, dann können wir auch schon einräumen. Der Schrank ist fertig aufgebaut. Ich kann also wie gewünscht meine Unterlagen sowie einige Sachen vor Staub und Ähnlichem schützen. Ihr seht, der Schrank ist noch nicht mal ganz voll. Den werde ich sicherlich füllen können. Dadurch bekomme ich mehr Platz in der Werkstatt. Den brauche ich auch dringend für zukünftige Projekte, die ich hier auf diesem Kanal realisieren möchte. Ihr dürft also gespannt sein. Das nächste Mal geht es wieder über Lanzbullock, Glühkopf und Co. Ich danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dahin, bleibt kultig. Tschüss.